Stabil, bist du schon gestorben oder was ist da los? Geiler Typ. Willkommen zu einem neuen Video hier auf Psyox YouTube. Oder heiße ich nur Psyox auf YouTube? Ich habe absolut keine Ahnung, es ist schon so lange her. Wir haben jetzt uns gedacht, wir machen spontan ein Video. Und ja, ich bin nicht alleine. Jordan ist mit am Start. Hallo, hallo. Also um genau zu sein, er ist mit dabei. Der tanzende Typ da drüben. Und wir sind heute in Lethal Company unterwegs. Haben gerade schon eine Testrunde gemacht. Haben festgestellt, es lief nicht gut. aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Gucken wir erstmal, wo wir jetzt überhaupt sind. Lief grandios. Wir gehen mal. Das sieht alles ein bisschen scheiße aus gerade. Achso, wir kaufen erstmal was heute. Ich gehe mal in den Store. So. Ist die Frage, meinst du es? Wir wollen schon Walkie-Talkie. Oh, wir holen uns auf jeden Fall eine Flashlight. Weil die ist gerade 70% off. Krasser Scheiß. Ui. Oha, Flashlight, dann 2. So. Kann man direkt ein paar mehr kaufen für die nächsten Runden oder so? Nee, also ich habe 2 geholt. Naja, man könnte jetzt noch eine holen, wenn man sagt jetzt, okay, falls einer stirbt und wir die verlieren, hätten wir noch eine auf Reserve zumindest. Okay. Ja, wenn die schon so untergesetzt ist. Ja, dann lass mal nochmal Flash. Das macht's man auch im Echten auch. Wenn die Pringles mal wieder runtergesetzt sind, werden nicht nur 2 Dosen gekauft, sondern gleich 10 Dosen gekauft. So. Okay, jetzt haben wir 3 Taschenlampen gekauft. Jetzt haben wir noch 47. Dann lass uns mal zu Forth gehen, weil Experimentation ist gerade übelst stürmisch. Assurance ist regnerisch und die anderen, keine Ahnung, Eclipse, weiß ich gerade gar nicht, was das heißt. Oder wir gehen zu Offense. Warte mal, können wir mal Info. Worf. Worf appears to have been inhabited by several colonies across its continents, but there's now no sign of life and they have become a mystery. Nee, wir gehen mal zu Worf. Was ist da? Ich habe absolut keine Ahnung. Einfach Planet. Was steht da als Beschreibung? Achso, da ist einfach nur irgendwie Nachbarplanet. Da steht nicht viel dazu. Wetterzustand und so weiter. Achso, wettertechnisch ist normal. I guess. Okay, sehr gut. Ja, nicht, dass das so ist, wie das bei dem anderen da. Mhm, okay, dann landen wir mal. So. Ja, wir haben aktuell sonst noch gar nichts. Da müssen wir mal gleich gucken. Dass DHL hier mal eben unsere Ware liefert. Sehr viele Bäume auf jeden Fall hier. Hazard Level C. Brauchst du keine Ahnung, was das genau bedeutet, ob das jetzt gut oder schlecht ist? Ziemlich Mitte, würde ich sagen, oder? Durchschnitt. Also ich kann auf jeden Fall den Eingang noch nicht sehen, aber ist jetzt erstmal egal. Ich guck mal kurz nach dem Eingang, du guckst mal kurz, wo gleich Paket runterkommt. Oh. Dann holen wir mal gleich unser Zeug ab. Hast du alles genommen? Ja. 3 Sachen, nee, 4 Sachen müssten es gewesen sein, oder? Nein, 3. 3. Achso, 3 Taschenlampen nur, genau. Ja, genau. So, warte mal, 1 Taschenlampe nehme ich, eine ist auf Reserve und die andere ist für dich, genau. Ich habe auf jeden Fall irgendein Vieh schon gehört. Also, hier sind auf jeden Fall haufenweise Bienen unterwegs, oder so. Also, los, oder? Ja, ich glaube, der Eingang war hier hinten, hier schräg durch, wenn ich es richtig gesehen habe. Was ist das? Ist ein Vogel. Digga, der ist so auf mich zugeflattert. Direkt Panik gekriegt. Oh, guck mal hier. Hier geht's rüber. Cool. War wieder weit weg. Ja. Das ist voll nervig, dass man das übel beschränkt vom Rennen her, ne? Ja, das stimmt. Unten ist auch eine Tür. Unter uns. Ach, guck mal, das ist das Exit. Okay, das ist der Seitenangang. Okay, wenn also hier scheiße ist, gehen wir unten rein. Gut. Ist aber hell hier drinne. Okay, dann geh du rechts. Direkt was. Nein, oh geil, eine Ampel, Alter. Und noch was.
Jo, richtig fett Zeug. Okay, das heißt, wir können auch ein bisschen Klein-Stuff sammeln und dann nehmen wir das. $100 schon. Das sind schon $100. Ja? Ja. Wow, krass, okay. Na, 130 brauchen wir. So, also nochmal. Lol, nochmal, Jordan, Alter, übel viel gefunden. Ja, dann lass damit schon mal zum Raumschiff. Na, willst du es rüberbringen und ich bring mehr Stuff hierher? Ich denke, das waren ja. Okay. Wir müssen Schrott sammeln und das verkaufen. Und Geschenk. Eine Quietschente. Wo geht's da rüber? Boah. Und müssen es verkaufen und dann müssen wir halt so eine Quote erfüllen. Also wir sind sozusagen wie angeheuert, müssen jetzt Geld verdienen. What the fuck? Ja, gut, jetzt ist John Einzelkämpfer. Digga, erstes da ein Gewehr und dann noch dieses komische Vieh, was war das? Ja, perfekt. Von John hat so gar keine Ahnung, dass ich jetzt weg bin. Also wir müssen halt Geld verdienen und müssen es halt sozusagen unserem Chef bezahlen, weil wenn wir es nicht machen, dann werden wir gefeuert und dann ist halt vorbei. So, dann ist halt... Ende. Ja, und wenn man halt stirbt, verliert man alles. Also dann fliegt das Schiff von selbst weg. Also wenn beide sterben. Die Frage ist natürlich jetzt so... Bin mal gespannt. Nein. Ja, das ist jetzt extrem wichtig, dass Jordan das alles nimmt. Oh, die wackeln die Brücke. Kannst du nicht kaputt gehen, Jan? Oder ist das nur so? Ja, das schade, dass wir jetzt halt nur die eine Perspektive haben, das heißt, wir wissen gar nicht, was mit John jetzt ist. Wobei wir ihn ja eigentlich reden hören müssten, also wenn er jetzt redet, glaube ich. Oder reden sollte. Ja, also hoffenweise Bier kann er jetzt alleine trinken. Ich bin leider gestorben, John. Ich kann leider. Ich frag mich, ob er das jetzt weiß. Weil ich mich halt nicht bewege. Lebt er jetzt noch? Oder? Nee, schon noch das letzte. Fuck. Ole, hallo? Ja, ich kann leider nicht mit dir reden. Ich muss jetzt fliegen. Das fliegt schon. Ich mach mal hier. Dings, dass er weiß. Also, ich wissen jetzt, ob er tot ist oder nicht. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Ah, okay. Oh, er hat mir richtig gut collected. Ah! Warst du gestorben? Junge, schon der also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes gestorben. Ich laufe diesen Weg da hinten runter. Und dann auf einmal ist da ein Maschinengewehr. Aber, das ist nicht das Schlimmste. Das Maschinengewehr, ich merke, das zieht jetzt auf mich. Dreh mich um wegzurennen. Ist dieses schwarze Vieh hinter mir und hat mich gesnackt. Oh Mann, das, was ich gesagt habe, dieses Vieh. Junge, es weiß nicht, wie lange es hinter mir hergelaufen ist. Das muss ich übelst bei mir lang gesneakt haben. Weil ich drehe mich und auf einmal steht dieses Kackvieh da. Und hat mich instant hops genommen. Junge, man konnte nicht erkennen, ob du tot bist oder nicht. Ne, das hast du daran gesehen, weil ich mich halt nicht mehr bewegt habe. Ja, ich weiß, aber... Genau, das habe ich gedacht. Und dann hast du aber... Du hast das Ding... Ich habe Autopilot gemacht für dich, damit ich den Signal okay, geben das konnte. Das war das Zeichen dann... Okay. Genau, ja, also sonst geht Autopilot erst ab Mitternacht sozusagen an. Und okay, deswegen dachte ich mir schon... Das ist frühzeitig startet. Ja. Egal, aber ich habe alles reinbekommen. Alles ist gut, was bringt das jetzt zu 152? Das heißt, wir hatten... Nee, wir sammeln nochmal ein bisschen. Also wir haben jetzt zwei Optionen. Können wir das schon mal weggeben? Na, wir könnten es jetzt weggeben. Achso, dann weiß ich nur nicht, wie das mit der Quote ist. Ob der das automatisch dann jetzt abbucht und das... Ey, okay, wir fliegen mal. Wir fliegen mal und geben das mal ab. Mal gucken. Vielleicht können wir dann instant schon die Quote erfüllen. The Car... Company Build
Oh, ich habe Confirm eingegeben, hat aber auch gemacht, cool. Da warst du ja schon lange tot, oder? Ja, ich bin instant gestorben, ich bin... Weil ich war beim ersten Ding schon drin, da habe ich kurz auf die Cams geschaut, habe dich da schon stehen sehen. Ja, ich bin vielleicht 20 Sekunden, nachdem du gegangen bist, direkt gestorben. Also, okay, shit. Oh, es ist dunkel. Ja, aber hier ist safe. Also hier dürfte eigentlich nichts passieren. Junge, richtig Bier zum Abgeben jetzt. Safe. So, stellen wir erstmal alles drauf. Was heißt denn 53%? Das heißt, wir kriegen nicht das volle jetzt? Liegt da unten. Ja, 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 aber was heißt denn 53% hier? Guck mal, siehst du das? Kriegen wir jetzt nur die Hälfte davon, werden wir mal feststellen. So. Nimmt das? Was sind das für Geräusche? Irgendwas stand. Geh mal weg da. Oh mein Gott. Hat er gemacht? Junge, da ist irgendein Vieh drin gewesen. Jo, wir kriegen wirklich nur die Hälfte. Okay. Also 53, also wir müssten schon gucken, dass wir das dann nur abgeben, wenn hohe Prozentzahl da steht. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay, aber wir haben in die Quota direkt 31 eingezahlt. Das heißt, wir haben jetzt auf dem Konto 119. Hä? Ach, kriegen wir, warte mal, Profit Quota. Das Geld, was wir einzahlen, können wir das auch gleichzeitig nutzen, um Sachen damit zu kaufen? Warte mal, ich gehe mal in den Store. Ja, kauf mal was. Und ich kaufe uns mal eine Flashlight, eine neue. Also wir brauchen die auf jeden Fall wieder, weil ich bin ja gestorben. Also eine Reserve meine ich jetzt. Ist die noch im Rabatt? Ja, deswegen. Ah, okay. Okay, das würde ich mir auch wissen. Ja, auch wichtig. So, dann gucken wir mal im Store. Wie viel kostet die dann eigentlich? Ich weiß nicht, 70% off. Jetzt steht da 4,5 Dollar. Also ich gehe mal davon aus, so um die 15 oder so wahrscheinlich. Ich kauf mal, weil das jetzt nicht die Wett kostet. Walkie-Talkie 2. Leute, es landet hier. Ah, das ist geil. Ist jetzt schon beides mit drin oder nur die Flashlight? Eine Flashlight nur. Ich habe auch noch Walkie-Talkies bestellt. Warte mal, wir müssen da weggehen, damit das Ding wegfliegt. Vielleicht kommt. Oh, was ist denn das? Oh, guck mal, hier ist eine Luke. Hier. Achso, das ist nur so ein Ausguck hier unten. Okay, cool. Ey! Hast gekriegt? Ja. Okay, gut. Jetzt können wir mal gucken. Profitquote ist immer noch bei 31. Okay, cool. 81. 81 steht da. Ne, 81. Ja, 81, nicht 31. Ich habe auch 81 gesagt. Hä? Bei 31. Ich habe 31 verstanden. Ne, ich habe 81 gesagt. So, okay. Gut, dann, ja, dann gehen wir mal wieder. Müssen erstmal ins Dings fliegen. Mhm, aha. Twerk für mich, Baby. Twerk für mich. Twerk für mich, yeah. So. Dann, Moons. Wir gucken mal, wie es aussieht jetzt. So. Okay, wir müssen also noch ein bisschen Geld abgeben. Boah, das ist ja richtig scheiße gerade. Also wir können zu March fliegen oder zu Rand. Weil die anderen, die sind alle geflutet, eben neblig oder irgendwelche anderen Stimme. Moons und dann gehen. Nee, gehen wir zu March. Kostet das Geld? Das kostet nichts, ne? Dann fliegen wir dahin. Klingt aber nicht geil, so wie es ja, kann man nichts machen, gut. Aber gut. Aber Wetter ist gerade okay, also von daher geht das eigentlich. Wo wir noch hin können, ist bei. Da, wo noch Eclipse steht, dann ist halt nur ein bisschen dunkler. Ja, Frage ist, wollen wir jetzt die Walkie-Talkies dann mitnehmen jetzt so, oder? Ich weiß nicht. Dann kann man sich die ganze Zeit unterhalten. Würde ich schon machen. Also die Frage ist halt, die haben halt einen Akku so. Ich weiß nicht, wie lange der hält so.
Geht das eigentlich? Kann man, glaube ich, gerade noch nicht benutzen. Wahrscheinlich erst, wenn wir in der Mission sind. Warte mal. Power-Button Q. Ah, hallo? Hallo, hallo. Hörst du mich? Okay. Ich muss Q drücken. Ah ja, okay. Walkie-Talkie G. Warte mal, ist das durchgehend jetzt aktiviert? Red mal. Hey, was geht ab, Bruder? Ah, okay. Also zum Reden musst du das zwar auswählen, aber ich kann es einmal einschalten, damit es durchgehend funktioniert. Und das verbraucht ein bisschen... Linke Maustaste drücke ich dann immer. Ja, zum Reden, aber man kann dich trotzdem hören, wenn du es nicht ausgerüstet hast. Ja, aber wir gerade nebeneinander stehen. Nein. Ach so, meinst du es? Hallo, wenn gar nicht hallo, habe, hallo. So. Ja. Nee, das höre ich nicht. Aber mein Monitor ist auch aus. Ach so, okay, gut, dann gehen wir dorthin. Chargen. Dann chargen ist aufladen. Dann kannst du es wieder aufladen hier. Ja, mal alles aufladen. Junge. Wie willst du hier etwas sehen? Alter. Okay, also wichtig ist, Walkie-Talkie eingeschaltet lassen. Guck mal, da ist irgendwas Flauschiges. Ja, das ist diese Ball. Circuit Bees. Achso, da ist ein Bienen. Da kann da nicht hingehen. Gut, okay. Ja, dann lass mal losgehen. Bruder, hörst du mich? Was ist das? Roger, Roger. Okay, Roger. Let's go. Here we go. Ah, Vogel. Nur Vogel. Roger. Ich bin tot, ich bin ins Loch gefallen. Was? Ich bin tot, ich bin ins Loch gefallen. Man versteht nicht so wirklich, das hört sich so wässrig an. Ist er wirklich jetzt da reingefallen? Ey, willst du mich verarschen, Mann? Die Runde hat gerade erst angefangen und du bist schon tot. Und mein Taschenlampe ist halb leer. Okay, geil. Perfekt. Oh mein Gott. Vor allem, ich krieg ja deine Leiche nicht mal unten raus, oder? Nein, um Gottes Willen, wenn ich da runtergehe, ich instant tot. Oh mein Gott. Ey, was ist das eigentlich? Ich komme nicht hoch. Mann, ey. Okay, wir gehen erstmal dort hin, wo es hell ist. Okay, ein Stück Metall. Große Schraube. Ich würde sagen, erstmal instant reinhauen, weil wir haben ja ein bisschen. Also, ich kann sowieso nicht mehr tragen. Oh mein Gott, Junge, musst du jetzt instant sterben. Erstmal Taschenlampe und Walkie-Talkie direkt in die Mülltonne geworfen. Sehr gut. Walkie-Talkie kann ich auch erstmal stornen, bringt mir ja nichts. Die laden wir mal kurz. Ja, und dann heißt es nochmal reingehen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, so wie es aussieht. 12 pm, ist noch auf jeden Fall gut hell hier. Aber es war geil. Ich habe dann nur gehört, als du noch gerade geredet hast, so. Genau diese Geräusche kamen dann noch. Ein paar Flaschen hat jemand gesoffen. Irgendwie dunkel. Ist nix. Gar nichts. Call it Fake News. Kann man rüberjumpen, das machen wir jetzt mal noch nicht. Aber brauchen wir gar nicht. What? Irgendwas hat er gerade Geräusche gemacht. So du, du, du. Ist gerade ein bisschen unheimlich hier.
Was war das? Ist irgendwas lang gekrabbelt. Ich gehe jetzt auf meinen anderen Weg. Wow, Sackgasse. Ach Mann, ey, ist denn immer so ein Kack-Vieh irgendwo? Bruder, ich krieg richtig Panik bei sowas. Gehen wir da mal kurz rein. Ich würde zumindest gerne noch mal ein bisschen was finden, kurz. Sehr gut. Voll unheimlich. Wenn man so ganz allein ist. Keiner, der ihm helfen kann. Gut, da waren wir. Oh, Large Exe. Liegt da was? Ne, ist nur so ein. Nice, okay. Übel dunkel schon. Okay, aber ich habe jetzt ganz gut was gefunden gerade. I guess. Auch schon wieder richtig dunkel geworden. Also ich glaube nicht, dass das Sinn macht, danach nochmal reinzugehen. Irgendwas stampft da. Wechselt man das? Ich fliege auf jeden Fall schon mal. Ich habe irgendwie ein unwohles Gefühl. Junge, irgendwas da unten runter. Oh mein Gott, man wird rein teleportiert. Okay, sehr gut. Das wäre es jetzt, wenn ich aus dem Schiff geflogen wäre und das Ding zugegangen ist. Oh mein Gott. Sustained the most injuries? War ich verletzt? Hallo? Hallo? Jo. Du kannst hier links das switchen. Die Kameraperspektive. Links. Wo links? Da links, das ist ein roter und weißer Knopf. Und drückst. Ach da! Ah, switch Camera. Dann switch die Kamera. Okay. Junge, ja. Du hast das aus dem Schild mitgebracht. 139, was? Holy shit. Ja, Schild, was kostet das? Wo hast du es her? Na, das lag in der Ecke dort, ich hab das nur so ein bisschen leuchten sehen. Ich hab das nicht gesehen, deswegen. Ja, nicht nur 168, 868 hast du. Stimmt, im Schrank ist ja auch nochmal was, ja. Ich hab richtig gut gefunden gerade. Junge, das ist so Retalk, das ist dumm, dass du da reinfällst ins Wasser und nicht mehr rauskommst. Du sinkst einfach runter und stirbst. Ja, perfekt. Das ist so dumm. Ja, dann darfst du aber auch da nicht reinfallen, man hat ja gesehen, da ist ein fettes Loch. Ja, ich habe gedacht, okay, dann läufst du halt die Wand da lang oder so, aber ich kann nicht mal die Wand hochklettern wieder. Xer, du rutschst einfach Stück für Stück runter. Ja, keine Risikos eingehen, das merkt man ja recht schnell im Spiel, dass man halt unfassbar vorsichtig ist. Ich weiß ja nicht, dass da einfach Wasser unten ist. Du siehst halt auch den Abgrund. Wir müssen hier aufpassen. Okay, wir fliegen. Das ist so dreckig. Ne. Hallo? Mond? Warum geht es nicht? Mond. Jetzt. So, wir gehen mal zum Company Building. Achso, buying at 77%. Achso, das heißt, das fühlt sich jetzt von Tag zu Tag. Okay, das heißt, diesen Tag müssen wir jetzt nochmal
Fliegen wir zum anderen Mond. Wir können zur Experimentation gehen. Da ist jetzt wieder normales Wetter. Einen Tag haben wir nur noch. Ja, ist okay. Okay. Nur, es bringt jetzt nichts, wenn wir es jetzt verkaufen, kriegen wir nur 77% davon. Weißt du, was ich meine? Ja, aber 77% von 168. Ja, na und, aber wir können auch noch mehr holen, na und? Holen wir jetzt noch mehr und dann können wir uns richtig schick was shoppen noch, wenn wir das ganze, die ganze Quote. Immer noch über 100, also die Quote haben wir auf jeden Fall erfüllt. So, ich gehe mal ins Store und hol mal nochmal ein Walkie-Talkie. Kostet das? Ja, Walkie-Talkie, glaube ich, wäre nicht schlecht nochmal. Nee, haben, warte, oder? Nee, wir haben nur eins. Doch scheiße. So, habe ich gekauft, dann würde ich sagen, landen wir. Okay, da kannst du deinen Walkie-Talkie gleich vom Schiff abholen. Oh, wir gehen hier wieder hin. Ja, war doch gut. Okay, Experimente. Okay, wo landet das? Ich glaube, hier vorne direkt normalerweise. Irgendwo hier. Ich gehe schon mal rein. Walkie-Talkie bei mir ist schon eingeschaltet. Das heißt, kannst du mich dann anfunken, wenn es soweit ist. So. Ah, da kommt es gerade. So, das ist ziemlich dunkel. Wir gehen also erstmal in den Licht. Jo, jo, jo. Jo, jo. Weiß ich nicht, kann sein, dass du vielleicht falsch ankriegst, würde ich nicht riskieren. Ich geh an der Seite rein. Jo. Hast du gerade eine Tür geöffnet? Was? Schon leer? Wieso ist das so schnell leer? Ja, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Definitiv nicht von hier. Das ist ein Geschenk. Sechsundvierzig. Einundzwanzig. Schade, kann ich die Schraube jetzt nicht mitnehmen. Okay, das sieht komisch aus. Hier sind so offene Türen. Nur wüsste, wo ich hergekommen bin. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja. Gut, dann packe ich nämlich die anderen Sachen mal weg und muss unbedingt mal meinen Walkie-Talkie laden. Aber es ist weird, weil ich gerade sehe. Ich glaube, man verliert auch Akku,
Ja, man verliert Akku, wo man die nicht benutzt, die Taschenlampe. Das ist ja insane. Bist du hier, John? Hallo, hallo, hallo. Achso, du bist hier. Okay, cool. Junge, ich hab die ganze Zeit geredet. Ich dachte, du wärst ja, tot. Wocky, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwas ist hier los, weil man verliert Akku, wo man die Sachen nicht nutzt. Also auch Taschenlampe. Ja, wenn du die angeschalten hast. Aber nee, ja, aber mein Taschenlampe hat auch gerade Akku verloren. Ich hab doch drauf geachtet. Ich hab einfach gerade, ich sag mal, 10 Sekunden vielleicht so ein, keine Ahnung, 3 mm Balken verloren. Von Taschenlampe. Ja, ich hab auch richtig viel verloren. Ja, aber dann ist das Walkie-Talkie noch an. Du musst Walkie-Talkie auch ausmachen mit Q wieder. Das verbraucht auch die ganze Akku. Ja, ist ja richtig. Wenn es auf Q anders. Na, wenn man hier drin ist zum Beispiel, verbraucht es richtig, richtig wenig nur. Und drüben ist es sofort. Ich war drinne. Ich sag mal, 10 Sekunden später war leer. Ah, okay. Deswegen, war richtig weird. Und hier drinne zum Beispiel verliere ich nichts. Das ist irgendwas mit draußen. Okay, hast du was mitgebracht? Ich habe auch was mitgebracht. Ja, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Ich habe Engine mitgebracht und Bolzen mitgebracht. Achso, ne, ich habe auch irgend sowas für 46 und was für 20, also 66 oder so ich mitgebracht. Junge, 286 haben wir. Ja, wir haben richtig viel. Sollen wir nicht los dann lieber? Ne, wir machen es folgendermaßen. Ich gehe nochmal Rüben rein, ich habe nur eine Schraube liegen lassen und du bleibst ein bisschen hier und funkst mich über Walkie-Talkie an. Wenn okay, was in meiner Nähe ist, weißt du? Ja, ich sag Bescheid. Okay, hörst du mich? Yo, Roger, ich will nur nicht ganz so viel reden, Strom sparen, dies, das, Ananas und ja, alles gut, mach wieder aus, sag erst wieder, wenn du drin bist. Ja, genau, und irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Neo hatte direkt eine Ampel gefunden und die rausgebracht. Geil. Ja, Alter, ich sag Bescheid, wenn das kommt. Roger. Da sehe ich einen roten Fleck vor dir rechts. Da? Ja, da rechts, aber es ist so nur ein Strich, ich habe keine Ahnung, erkennt man schwer. Und vorne links ist was Gelbes. Da links geradeaus ist das was Gelbes. Gelb ist ein Item und der Strich. Wie viel habe ich noch zum Strich? Wie viel? Okay, ich sehe keinen roten. Okay, ist anscheinend nichts Wichtiges. Keine Ahnung, das erkennt er das nicht eigentlich. Geh mal weiter nach vorne, genau, geradeaus, geradeaus, da kommt ein da. Links. Also. Okay, sind zwei fette Items. Wenn nicht, geh schon mal los. Vor der Tür liegt eins. Du kommst, komm zurück, dann klappt das schon ein bisschen der Zeit noch, ja. Geiler Typ. Jo. Er läuft auch gut hier. Ole, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Bin nur runtergegangen. Schon hast du einfach runterspringen. Kriegst keinen Fall Damage. Ach so, okay, cool. Geh mal zurück, oder? Na, ja, ist schon spät, ja, ist wichtig, ja. Wir haben auch ganz schön gut eigentlich inzwischen. Aber ich weiß nicht, was los war. Diesmal hat das Walkie-Talkie viel länger gehalten und ich habe es auch die ganze Zeit angehabt. Also irgendwas muss da am Anfang gewesen sein, dass der Akku auf einmal instant länger war. Keine Ahnung. Ja. Gut, dann machen wir starten Schiff. Zack. So, Walkie-Talkie wieder ausmachen. Ja gut, können wir hier drinnen sowieso später laden dann noch. Also bevor wir in die Mission gehen, können wir es noch laden dann. Passt ja schon. Ja, ich hab schon. Okay, geil, Alter. Junge, wir haben fast 400, glaube ich. 360, 370 oder so. Ja, dann können wir richtig dick was kaufen. Das kriegen wir great. B, B, B. Ah, sogar. Oha, nice, Mann. Geil. Moment, 0 days left to meet profit. Das heißt, wir fliegen zurück, oder? Jo. Wir fliegen jetzt zum Company Building. Haben wir dick Profit gemacht. Geile Scheiße.
So, okay, dann packe ich mal meinen Stuff hier rein und dann nehmen wir den. Nehmen wir den ganzen kleinen Scheiß hier. Ah, guck mal, jetzt hat man noch 100%. Man hat jetzt auch 100%, ist auf jeden Fall eine Sache, wann man das abgibt. Oh, Junge, richtig dick fett Kohle hier. Können wir uns ja richtig krassen Shit gleich kaufen hier. Okay, das ist alles. Nice, Mann. Mehr ist nicht. Ah ja. Junge, wie viel haben wir jetzt? Huhuhu, fast 400. Hol's dir! Oh, geh weg. Das, irgendwas war da. Ja, das ist Vieh da drin, keine Ahnung. Ja, aber warum hat das so gerumst gerade? Oh, okay, cool. Das hat er vorher auch schon gerumst, letzte Mal. Ja? Ja. Das war eigentlich gerade. Ja. 398. 89, aber ja. Junge, Quote einfach 470 von 130 insgesamt. Junge, wir haben 450. Junge. Wir haben 450 Kohle, wir können so richtig krassen Scheiß holen. Gut, wir fliegen mal ins Weltraum, damit wir es bezahlen und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hinfliegen und dann können wir ein bisschen was shoppen gleich. Sehr gut, sehr gut. Das war eine richtig crazy gute Runde. Overtime-Bonus haben wir bekommen. Wir haben. Junge, wir haben einfach 500 Dollar gerade. So, 244 müssen wir schaffen. Okay, wir. Genau. Ich guck mal, was wir so shoppen können im Store. Ich würde sagen, wir holen auf jeden Fall mal eine Schaufel, genau. Shovel 2. Oder ein anderes, wenn es was Besseres als Schaufel gibt, dann muss. Na, wir holen auf jeden Fall mal zwei, wir haben ja die Kohle. Ich guck mal, was es noch so gibt. So, jetzt mal gucken. Boah. Das ist kalte Wüste hier. Jo, wo landen wir denn? In welcher Gasse hier? Genau, halt mal Ausschau, wo das Ding landet. Geleckt. Siehst du schon was? Ah! Da oben. Junge, übelst viel. Oh, das macht Musik, die Box. Kann man die hinstellen? Nice. Liegt da noch was? Ja, wa? Ja. Okay, ich glaube, ich hab alles. Was versuchst du? Na, zu drehen. Oh, alles gut. Ja. Was ist das da? Die Pro Flashlight da unten? Ich glaube, die große ist die Pro Flashlight, oder? Das ist der Zepper, der einen, den du gekauft hast. Ja, den würde ich das mal. Ist der Zepper. Junge, das sieht richtig krass aus. Dann nehmen wir da mal den Schaufel mit. Und den Walkie-Talkie. Aber warte mal, wo ist denn die Drop Flashlight? Da steht aber nicht Pro Flashlight. Oder heißen jetzt alle Flashlight? Keine Ahnung, sieht eigentlich gleich aus wie vorher.
Wow! Hast du Schaden gekriegt? Nee. Ja, wollen wir mal los? Ist schon 11 Uhr. Ja, ich wollte nochmal auf. Ja, ja, okay. Ich lade nochmal auf. Okay, ich kann ja, irgendwie Stun damit. Ich habe keine Taschenlampe. Hast du Taschenlampe? Ja, ich habe Taschenlampe. Okay, ich habe Schaufel und Walkie-Talkie. Ne, ich habe aber kein Walkie-Talkie. Wenn ich mitnehme, habe ich zu viel Sachen mit. Dann lass zusammen. Dann nehme ich. Okay, let's go. Ich habe einen Stun noch mit und eine Schaufel. Okay, gut. Dann laufen wir ein bisschen zusammen. Dann laufen wir jetzt zusammen, genau. Die Frage ist jetzt, wo der Eingang ist hier. Hier rechts ist es. Oh, hier. Links, 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 links. Wie kommen wir da hoch? Oh. Bin Berg runtergerutscht. Ich glaube, das ist eine Leiter. Wir kommen wieder später wieder hoch. Na, vielleicht kann man noch irgendwie zwischendurch laufen oder so. Okay, ich kann die Taschenlampe aktivieren und dann kann ich auch mit dem Sting in der Hand laufen. Das ist ganz praktisch. Okay, John, wenn ich sterben sollte, das Wichtigste ist, dass du die Zap-Gun mitnimmst, also die... Oh, was ist denn das? Schlange, geh weg, diesen Schlange. Ja, geh doch weg, geh doch weg. Du hast ihn aggressiv gemacht. Du hast ihn aggressiv gemacht, ja, das hättest du nicht machen dürfen. Scan ihn. Ich will den nicht scannen. Cool, doch, hab ihn! New Creature Data, hab ihn. Okay, geh weg. Okay, wie lang? Hier rein. Ja, aber pass auf, nee, wir müssen zurückgehen, der verfolgt uns noch, sonst engt er uns irgendwann in die Ecke. Ich hab die Zap-Gun nur nicht ganz verstanden. Oh, guck mal, hier ist ein großes Teil, nimm das mal bitte. Ja, ich meine, ich schaufe aber nicht mehr. Aber alles gut, ich pack das hier raus, warte, oder? Ja, okay. Schon 15. Guck mal hier. Hier ist noch was. Hier ich pack auch noch was raus. Ich hab noch was. Ja, ich sag mal so, bis 16, 16:30 so, die Richtung ist noch okay. Okay. Ein Whoopie-Cushion. Nimm mal mit. Hier, Flaschen. Okay. Ja, das gut, dann lass das wegbringen, klar. Sonst wir verlieren zu viel Zeit. Okay, mal zurück, oder? Jo. Wir müssen ja erstmal den ganzen Weg jetzt zurücklaufen auch. Das ist die Frage, wo wir jetzt zurückkommen. Ja. Laufen wir jetzt einfach mal hier quer durch. Mein Schiff müsste ja theoretisch ja gleich irgendwo anzeigen. Da! Okay, Schiff ist quer durch den Berg irgendwie durch. Vielleicht kommen wir von hier unten direkt. Irgendwie dahin. Ah, guck mal, kommt von hier unten direkt dahin. Super. Chilliger Mucki. Okay, ich pack mein Zeug mal direkt hier rein und hol noch den Rest wieder, ja? Also das letzte Ding. Warte, ich nehm Walkie-Talkie mit. Wenn nicht, ich geh noch mal kurz rüber. Wir machen das jetzt so. Ich nehm Walkie-Talkie und Taschenlampe noch mit und ich geh noch mal kurz rein. Pack meine Schaufel weg. Du holst nochmal den einen, das eine Dings, was da vorne noch liegt. Lol, das Radio ist leer. Achso. Was macht noch Musik? Mach das mal. Ja, jetzt nicht mehr. Okay, du holst das große. Also? Nimm Walkie-Talkie mit. Hab ich. Das ist Furzkissen, wo du rüberläufst. ja, ich glaube, okay, auch du nimmst das fette Teil noch und ich gehe nochmal auf Risky Basis rein. Wenn ich nach 7 nicht zurück bin. Hier lang. Ah, wenn ich nach 7 nicht zurück bin, dann, oder du kannst auf die Karte gucken, wenn du siehst, dass ich mich nicht mehr bewege. Ja, ich seh dich, ja. Wenn du wieder nur rumstehst, dann weiß ich nicht. Dann weißt du direkt losgehen. Und achte vor allem auf die Sounds, nicht so viel quatschen. Nicht, dass da irgendein Tier noch ankommt, so, ich weiß nämlich nicht, was hier vielleicht noch draußen abgeht, weißt du?
Ja, ich mach das dann zu einfach erstmal. Ja, aber du kannst aber nicht für immer schließen, weil es geht irgendwann wieder auf und dann musst du dich erst aufladen. Achso, okay, alles klar. Roger, Roger, ich geh rein. Du willst mich verarschen! Boah, ich kein Bild. Achso, was so dunkel ist, oh mein Gott. Warum? John, hau ab. Oh mein Gott, hau bloß ab. Ole, hier draußen ist was Fettes. Hier ist ein fettes Vieh, hier ist ein richtig fettes Vieh am Schiff. Komm sofort zurück, komm sofort zurück. bist du schon tot? Shami, bist du schon gestorben oder was ist da los? Geiler Typ. Ey, wirklich, das ist so bescheuert. Man darf nicht gierig werden in dem Spiel. Ey. Oh mein Gott. Hörst du mich? Digga, was ist da passiert? John. Ole, was ist los? Was ist denn gestorben? Man darf wirklich nicht gierig werden in dem Spiel. Ich bin reingegangen, instant gestorben, weil der Schleim an der Tür war. Ich konnte nicht mal mehr rauskommen. Ich bin instant gestorben. Oh mein Gott. Ich bin durch die Haupttür tot. Oh mein Gott, Junge, wie dumm. Du hast das fette Vieh bei mir gesehen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur auf der Karte. Ja, ich habe gehört und auf der Karte habe ich den großen Punkt gesehen. Junge, es kam genau dann, wo ich reingegangen bin. Junge, ich dachte mir so, flieg los. Aber wirklich so. Ich habe die Tür noch zugemacht und war weg. Ist so schade, ich gehe rein tot. Wirklich, es hat einfach diesen riesen Schleim war auf dem Boden. Vor allem, ich bin rein und ich bin sofort, habe ich die Tür angeguckt. Nicht mal, ich bin so schnell gestorben, ich konnte nicht mal mehr raus. Alter, ist das bescheuert. Das Pupskissen ist so bescheuert. Das Pupskissen fangt übelst ab, Alter. Sag mal weg damit. Einfach in die Ecke, das fangt übelst ab, mach die Scheiße weg. Junge! Okay, gehen wir direkt zum nächsten, oder? Ja. Wir haben nicht so viel bekommen. Ja. Okay, warte mal, ich guck mal nach. Moons. Was instant. Okay, wir könnten zu WoW gehen, da sieht's gerade gut aus, bei dem Rest ist irgendeine Scheiße los. Hä? Bist du gerade aus Discord gequittet? Nee, ich bin nicht raus, ich bin einfach rausgeflogen. Ah, ich bin eine AFK-Channel gewandert. Ja, ich bin AFK-Channel gewandert, ist egal. Okay, warte mal, ich würde sagen, wir nehmen jetzt exakt eine Stunde auf. Ich muss die Tage sowieso vielleicht ein bisschen aufteilen dann. Dann beenden wir erstmal an der Stelle die Aufnahme. Leute, ich hoffe, ihr hattet alles Spaß gehabt beim Zuschauen. Big Profit. Und, genau. Ich wünsche euch dann noch allen einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.